Hallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen LS-Projekt im Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Gemeinde Rade zusammen mit den Voila Anske. Voila, salut. Salut. Und den Werner. Guten Tag. Von BG Burning Gamers. Ja, Gemeinde Rade. Ein Projekt ist, zwei Projekte in meinem Fall sind beendet. Ein neues Projekt ist am Schlüssel. Das wäre dies hier. Und wenn wir uns hier gerade mal so die kleine Minikarte aufmachen, sehen wir schon, es ist so von der Feldgröße her gar nicht. Es ist schon ein bisschen weniger, aber es ist es immer noch anspruchsvoll, würde ich sagen. Ja. Ja, ne? Das auf alle also, Fälle. Das auf alle Fälle. Allerdings, ich kenne die Karte nicht so wirklich. Da, der Werner wollte ein paar Worte drüber verlieren. Ich habe mich nur um Safe Game gekümmert. Ja, das hast du übrigens sehr fein gemacht. Danke, Randy. Danke. Danke, Randy. Ja, wir haben hier. Danke, Apple. Es ist halt, die Karte ist halt ein schöner Mix. Es gibt kleine Felder, es gibt Riesenfelder. Das heißt, wenn du jetzt eine kleine Truppe bist, dann bist du eher so auf die kleinen Felder spezialisiert. Wenn du jetzt mal richtig ne, auf den Kack hauen möchtest, wenn man so sagen möchte, mit 10, 12 Leuten, dann kannst du auch die richtig großen Felder bestellen. Maschinentechnisch haben wir uns jetzt so weit entschieden, dass wir jetzt eher in die obere Mittelklasse gewandert sind, mit den Arbeitsbreiten auch, weil eben auch ein Dreimann-Projekt. Wir wollten eben gucken, nicht, dass wir euch eine ganze Woche nur Ansehen zeigen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen die Maschinen ein bisschen breiter, dass wir auch schneller mit den Arbeiten vorankommen und damit ihr einfach mehr seht von dem ganzen Spektakel. Ja, wir sehen hier große Sämaschinen, große Grubber. Wir haben relativ breite Düngerstreuer. Wir haben Pflügen aus. Das können wir jetzt auch gleich am Anfang sagen. Pflügen haben wir ausgemacht. Genau, also Pflügen ist einfach, nee. Das ist einfach nicht unser Fall. Aber dafür haben wir die vollen drei Düngestufen an. Das heißt, wir müssen wirklich dreimal drüber ne, über die Felder, damit das wirklich alles schön den vollen Ertrag bringt. So, was haben wir noch hier? Wir haben dreimal Traktoren hier. Und zwar haben wir einmal den Valtra. Das ist die S-Serie, glaube ich, oder? Genau, die große. Genau, die S-Serie in einem Schwarz. Ich komme nicht mal raus. Ja, das ist ein bisschen kompliziert, ja. So, wir haben einmal hier einen MB-Truck. Ich glaube, das ist der. Was ist das, 1800er? Was hast du gekauft, Randy? Das ist die größtmögliche genau. Motorisierung. 1800 ja. Black Beauty mit der Frontlader-Edition, auch sehr, sehr hübsch. Da kommen wir aber später nochmal genau zu den einzelnen Objekten. Jetzt nochmal ganz kurzer Überblick, was alles da ist. Wir haben noch einen Class Axion, glaube ich, ist das? Class Axion 59. Und dann haben wir ganz, 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 ganz neu einen John Deere 6210R. Da werden wir dann im Laufe der Folge noch mal ein bisschen drüber quatschen, weil da gibt es einige Sachen zu sagen. So, ich muss das trinken, jetzt kann wer andere von euch weitermachen. Ja, ich würde einfach sagen, wir gucken mal kurz hier. Feld okay. 29, 27, 11 und 1 gehört uns. Feld 27 ist Wiese, 29, 11 und 1 sind komplett leer. Sprich, wir müssen eh mit Ansehen anfangen. Ansonsten, ja, also wie gesagt, zu den Gerätschaften, halt große Saatmaschinen, Gruber, bla bla bla. Wir haben einen Futtermischwagen, nicht den selbstfahrenden, den normalen, der steht hinten irgendwo. Wir haben einen Viehtransporter in großen, Ladewagen groß, hier Bandit haben wir noch, wir haben den MAN, hier Code Universal. Das haben wir, dann haben wir, ach hier in der Halle stehen noch drin für Gras bzw. Wiese, oder Quatsch, für Wiese, Heu oder Stroh, Schwader und Mäher und schieß mich tot. Das ist unser Silo hier, by the way, das ist alles ein bisschen, also die Karte ist groß, aber so hier auf den Hof ist alles ein bisschen eng. Das ist unsere mobile Tankstelle, immer 69 Liter drin. Läuft. Und vier Drescher, nee, drei Drescher. Drei Drescher. Ja, so, natürlich ist größte der größten, ne? Und ansonsten sollte das soweit alles passen. Wir haben vom Saatgut her noch drüben auf der anderen Seite eine riesige Lagerhalle, da liegen jetzt noch 15.000 Liter Saatgut drin. Da ist halt so die Frage, wir haben zwar eine Saatgutproduktion hier und eine Düngerproduktion, allerdings um die Saatgutproduktion zu aktivieren, brauchen wir die Düngerproduktion. Um die Düngerproduktion zu aktivieren, brauchen wir aber Gülle bzw. Mist. Also bräuchten wir dann dementsprechend auch eine gewisse Anzahl an Tieren, dass das dann in Gange kommt, weil das ist alles ziemlich teuer. Ja, ja. In die Düngersteuer, die wir haben, passen 20.000 Liter Mineraldünger rein und in die Saatmaschinen 5.000 Liter Saatgut und 3.000 Liter Dünger. Das ist dann mit dem Päckchen nicht so pralle. Deswegen müsste man mal gucken. Jetzt ist aber alles voll, das sollte erstmal eine Weile reichen. Hoffe ich zumindest. Ja, das wäre gut auf alle Fälle. Wir haben auch
uns ein paar Gedanken gemacht über dieses neue Projekt. Und zwar haben wir auch gedacht, dass ihr bei sehr vielen Sachen mitentscheiden könnt. Es ist so, genau, dass wir das Ganze natürlich staffelweise aufnehmen. Das heißt, das Projekt wird kommen von Montag bis Freitag. Wochenende haben wir uns freigenommen. Ne? Kann man mal machen. Kann man machen. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, Verbesserungsvorschläge oder Wünsche oder sonstiges, könnt ihr das gerne unter das jeweilige Video in den Kommentarbereich reinschreiben. Wir gucken uns das an und werden das gegebenenfalls beim nächsten Mal aufnehmen, dann berücksichtigen. Genau. Das ist einfach so, was ich speziell, ich glaube, ich bei allen sehr oft gewünscht wird. Nehmt mal das mit rein, macht mal das hier mehr und so weiter und so fort. Und da versuchen wir versuchen es bitte, verstärkt darauf einzugehen. Also jetzt nicht jeder, wenn jetzt jeder, der kleine Maxl da schreibt, machen wir das mit dem großen Drescher. Müssen wir gucken. Das muss halt auch passen, ne? Genau. 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 So, dann lass uns starten. Genau. Ja, lass uns starten. Ich fahre, wo ist der, nee, wo ist das Wohngebäude für den Kaffee? Ja, morgens fangen wir noch mit dem Kaffee an, oder nicht? Ja, morgens ist schon 10 Uhr. Das wäre echt, gibt es einen Kaffeemaschinen-Mod? Weiß ich nicht, wäre aber cool, das oder? Das wäre aber also, richtig cool, oder? Wenn man erst so eine Tasse abholen kann. WhatsApp selber gibt so Objekte für Giants Editor. Da hat irgendwer die da raus extrahiert, keine Ahnung. Stromkasten, Holzofen, sowas gibt's, aber hat halt keine Funktion, das sind halt Deko-Objekte. Okay. So, Sämaschine brauchen wir 270 PS. So, wollen wir mal gucken, was wir da haben. Der Klaas kann das, der Valtra kann das und selbst der John Deere dürfte das können. Sehr schön. Ja, da wird es so gerade so schaffen. Ich würde ganz gerne den John Deere nehmen, wenn ihr nichts dagegen habt. Hab ich nichts dagegen. Wo bin ich jetzt angeeckt? Weil da gibt es tatsächlich noch ein paar Sachen zu sagen zu dem John Deere. So, lass mich mal ankuppeln und dann können wir gleich nochmal drüber quatschen. Genau. Ja. Ach so, mein Gott. Mir aufs erste Feld hin. Habt ihr die Vorwärts-Rückwärtsschaltung ausgemacht? Du meinst dieses Bremsen, was standardgemäß ist? Ja, also du kannst einfach so Dings, aber wenn du meinst, Drive Control ist ja gar nicht drauf. Oh, nee, okay, ja gut, alles klar. Ja? Ich glaube, wir sollten den Verkehr deaktivieren. Der Verkehr ist richtig rabiat hier. Ich hoffe, das ist das richtig gewählt, aber die heizen hier rum, das ist... Geh einfach mal in den Glas rein. Ja. Ja, alles klar, Jungs, was ist mit euch? Fängt schon gut an. Wow, wie kann das denn sein, ey? Nö, hab ich aber auch noch nicht gesehen, dass ich keine Fahrzeuge habe. Wow. Ja, also wir wollten arbeiten, ne? Aber die Straße war gesperrt. Kannst ja nichts machen. Ich glaube, ich mach den mal aus. Mein Gott. Wie schalte ich denn das aus? Ah, kommt der nächste. Du hast schon hier wohl gewonnen. Ja, ja. Gemeinderade, ne? Weißt du Bescheid? Ja, ja. Kein vernünftiger Fahrlehrer hier. Gut, ich hab's mal resettet. Ja, danke. Ach ja. Gut, dann auf zu Hoppala. Was machst du? Du hast die Sämaschine. Okay. Ich nehme mir auch eine Sämaschine. Vielleicht können wir auch so ein bisschen, wenn es möglich ist, dass wir alle so auf dem gleichen Feld sind und sowas, ne? Bisschen zusammenarbeiten. Gut. Au. Ansgar, du hast mich gestoßen. Ich? Ja. Du warst der Einzige, der in der Nähe war. So, und ihr seht, das muss ich auch mal kurz anmerken. Ich habe tatsächlich das Lenkrad angeschlossen. Wie gut ich damit klarkomme, das wird sich heute zeigen. Ich bin gespannt. Ja. Der Start war ja schon holprig. Ja, was soll holprig? Direkt rein ins Fettnäpfchen. Was wollen wir? Warte mal, was sagt denn überhaupt unser Lager? 13.000. Ja. Hupe geht. Ja, ich will dir keinen Stress machen, ne? Ja, ich hänge hier irgendwie fest. Moment. Wollen wir mit Soja anfangen? Bringt am meisten momentan. Ja, können wir gerne machen. GPS ist auch keiner drauf, sprich, hier müssen wir noch selber arbeiten. Nice. Ach, auch nicht? Nee. Okay. Nein. Also wir haben zwar moderne Maschinen, ne? Aber das war's auch schon. Ja gut, aber GPS bei den Feldern hier... Ja genau, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Wir sind eurem Wunsch gefolgt und haben uns überlegt, wir wollen ein bisschen realistischer spielen. Ich weiß nicht, ob du es eingangs erwähnt hattest. Nee, tatsächlich nicht. Okay, das war ja so unsere Idee, wenn ich mich recht erinnere, ne? Ja, genau. Also jetzt nicht hundertprozentig, ne? Also wir gucken jetzt nicht die ganze Zeit auf die kmh-Anzahl und so weiter. Wir versuchen das, aber wenn uns jetzt noch ein paar Missgeschicke passieren, nicht gleich böse sein, einfach Tipps und Tricks in die Kommentare schreiben und dann kann es noch besser werden.
Right. Wo komme ich denn hier raus? Ah, hier. Es gibt zwei Ein- und Ausfahrten, glaube ich. Ah. Ja, ich hab's gefunden. So gut, den Glanesmoot haben wir auch mit reingenommen. Sehr schön, da sehen wir auch, was los ist. Ob die anderen arbeiten oder nicht. Da Mr. Notreintrieb auch steht rum mit 0,2 km/h die Stunde, möchte ich gerade so sagen. Ja, ich häng fest. Oh. Klingt gerade bewährt sich also jetzt schon. Das war einfach zu wenig ausgeholt. Ach, ich bin schon da, guck an. So, Sojabönchen hast du gesagt. Sojabönchen. Schön, die Ecken haben Kollision. Ja, das ist ein bisschen komisch auf dieser Map, aber ich finde es im Allgemeinen sehr, sehr schön, die Map, muss ich wirklich sagen. Ja, hat auf jeden Fall was. So mal der Mischmasch aus großen und kleinen Feldern. Genau, das ist es halt, weil wir haben ja zum Beispiel auf der Hofmecklenburg gesehen, zu groß ist halt auch kacke, ne? Das ist halt so ein schönes Mittelmaß, glaube ich. So, wo seid ihr denn alle? Auf der 1. Okay, okay. Also, da kommst du ja. Warte mal, da gehe ich auf die andere Seite. Alter, der John Deere ist ja. Ist nett, ja. Der ist geil. Achso, da gibt's noch was zu sagen. Der John Deere kommt erst die Tage raus. Also der ist jetzt ganz, ganz neu gemacht. Der kommt in ein paar Tagen bei Forbidden Mods raus. Den habe ich schon mal als Vorabversion bekommen zum Vorstellen. Und ich habe gedacht, ich nehme ihn gleich in Let's Play mit rein. Weil am besten testet man ja beide Arbeit, ne? Richtig. Eine sogenannte Weltpremiere, kann man das auch nennen? Ja! Andere YouTuber würden, na, ich sage jetzt nichts dazu, aber du hast recht, Randy, ja. Achso, das ist ja, okay. Haben wir auch einen Striegel? Haben wir nicht, ne? Nee. Okay. Habe ich drauf verzichtet, dafür haben wir halt diese massiven Düngerstreuen. Ja, sehr schön. Das passt. Und die seht ihr gleich, die düngt ihr gleich mit zum ersten Stück. Das läuft. Und das geht halt relativ flott, ne? Das ist halt wirklich sehr, sehr geil gemacht, wie ich finde. Ja gut, das Feld, das gehört jetzt ja wirklich noch zu der kleineren Fraktion. Ja, das stimmt. Machst du ein Vorgewende? Wie darf ich das verstehen? Moment, ich muss gucken. Moment. Nee, ich wollte eigentlich jetzt nur so machen, dass wir uns nicht gegenseitig im Weg umgehen. Du kannst gerne die Längsbahnen ziehen, Ansgar. So, okay, so wie angefangen wurde. Ja. Das läuft ja eigentlich ganz gut, ne? Ja. Krass. Wenn es für euch nicht leckt. Nein, nee. Alles gut. Kann mich jetzt nicht beschweren, ne? Hat Colli. Okay. Ja, das ist wirklich ein Experiment, ne? Was seht ihr an überhaupt? Sojabohnen. Okay. Das jetzt hier starte mit. Du hättest Weizen drin. Jetzt hast du Sojabohnen drin. Genau. Den Tiger ansehen hier. Wenn es schön aussieht. Was? Du! Na gut, der Verbrauch hält sich ja, ich denke. Na ja, wohl. Ja, geht. Geht. Gibt Schlimmeres. Mal gucken hier, wenn ich hier anfange. Drehen. So, oder? Ja. Bin da gespannt. Haben wir eigentlich auch ein Feld, was reif ist? Ne? Nee. Das heißt, also wir fangen wirklich. Also, okay. Ich weiß nicht, was uns gehört. Ne? Ja. Sind okay. Alle leer. Aber eine Wiese wurde uns. Eine gegeben. Wiese? Sehr schön. Eine Wiese, 27 halt. Ne? Dann je nachdem. Sollte vielleicht auch die Maschine anmachen. Eine Wiese. Je nachdem. Werden wir uns dann für Tiere entscheiden. Das wollte ich jetzt gerade ansprechen. Es ist ja so, dass wir, wenn wir die Produktionen in Angriff nehmen möchten, wir wohl oder übel das Endprodukt der Tiere brauchen. Es gibt noch einen Mod, der ist auch ein Mod-Hub drin, der passt die Tierpreise an. Also der reduziert die so ein bisschen scheinbar auf ein realistisches Maß. Den kenne ich, ja. Ahnung. Der wäre dann, fahren Sie weiter, Monsieur. Der wäre eventuell zur... Ansgar? Mhm. Du solltest die Saatmaschine eventuell auch anschalten. Oh, nee. Hast du den Knopf nicht programmiert, ne? Beim Lenkrad. Nee, ich hab das tatsächlich nicht. Ich muss das immer mit der Tastatur machen. Achso. Dann dreh ich da vorne ab. Ja, aber das mit ich bin... Ja, bitte. Etwas überfordert noch, muss ich sagen. Weil so viel neu ist jetzt. Neue Map. Ja. Neue Mods.
Neues Spiel. Ich muss auch. Neues Spiel. Ich muss auch für meinen Teil dazu sagen, dass dieses Projekt zwei andere Projekte ersetzen wird. Also Hof Mecklenburg und das Forstprojekt wird durch dieses Projekt ersetzt, weil wir auch in weiterer Folge vorhaben, hier ein bisschen Forst zu machen. Irgendwann mal. Weil wir uns auch zum Beispiel, kann ich euch zeigen, zum Beispiel diese Bienengeschichte mit reingenommen haben als Mod. Die kennt ihr vielleicht noch, wo wir Bienenhonig produzieren und so weiter. Und da brauchen wir ja Paletten und so weiter. Deswegen, ja, da wollen wir auf alle Fälle auch hin, aber Step by Step. Rennt ja nichts weg. Nein, nein. Jetzt muss ich trotzdem noch mal ganz quer in die Runde fragen. Zu welcher Uhrzeit erscheint denn dieses Projekt hier? Haben wir uns noch nicht drauf geeinigt. Nee. Wir hatten auch 5 Minuten vor Beginn noch nicht wirklich einen Namen dafür. Wir haben uns dann darauf geeinigt, wir lassen es einfach bei der Map. Und fertig aus. Ja, ist der 13 Uhr Slots bei euch frei? Ja, klar. Würde ich es halt darauf einfach belassen. Genau, 13 Uhr. Schön um die Mittagszeit. No. Jetzt habe ich mal eine andere Frage, ne? Ja. Habt ihr auch, oder veröffentlicht ihr auch Videos morgens? Nee. Gar nicht, ja. Oder? Weil ich glaube, ich meine, vielleicht... Ey, haben wir das Führerschein hier gewonnen, ne? Ja, das habe ich gestern vom Kündiger gehört. Habe ich schon wieder die Seite wahrscheinlich unten? Nee, hab ich nicht. Nee, hast du nicht. Ich hab den nicht. Ah, jedenfalls bist du der Kollision. Ja, hier, ich bin neu auf dem Hof, also. Ja. Ich bin der Praktikant, den niemand haben will. Ich meine, eventuell ist jetzt sogar schon die Umfrage draußen, die ich nur unbedingt mal machen wollte, aber ich glaube, von meinen Zuschauern jetzt her haben die wenigsten um die Uhrzeit Zeit, weil früh morgens entweder ist man auf Arbeit oder auf der Schule. Genau. Und in der Schule möchte ich ja niemanden dazu verleiten, meine Videos zu gucken. Also ich habe da keine Probleme damit. Also wirklich, ich hatte tatsächlich, kann ich euch ganz kurz sagen, ein LS-Video oder eine LS-Serie, die täglich um 8 Uhr rauskam. Die wurde sehr gut geguckt oder wird immer noch sehr gut geguckt. Dann haben einzelne Leute geschrieben, ob ich die nicht noch früher bringen könnte, weil die sich morgens im Schulbus oder beim Zähneputzen noch die Folge angucken möchten. Und dann haue ich sie jetzt momentan um 6 Uhr raus. Okay. Aber kann ich mir sogar vorstellen. Ich war leider in der Schule oft jemand, der knapp aufgestanden ist. Aber wenn man sich so vor der Arbeit oder wenn man erst um 10 oder so die erste Dings hat, dann steht man vielleicht schon auf, wie man es gewohnt ist. Aber dann guckt man morgens vielleicht noch ein Video. Also so abwegig finde ich das nicht. Ja. Oder gerade wenn man, bevor man auf die Arbeit geht oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass man das vielleicht... Ja gut, von den Aspekten habe ich es jetzt noch nicht betrachtet, um ehrlich zu sein. Ja. Also es ist im Prinzip das Gleiche, die Zuschauer fragen danach und ich führe es einfach nur aus, ne? Weil, jetzt sind wir ganz ehrlich, das Video habe ich sowieso schon am Tag vor davor produziert. Ach, ich dachte, du setzt dich wirklich. Ja, das denken wirklich einige, ne? Aber tatsächlich ist mir das egal, ob ich das jetzt um 8 Uhr plane oder um 6 Uhr, macht für mich keinen Unterschied. Ich schlafe sowieso noch um die Uhrzeit. Aber das hat mich tatsächlich gewundert, also überrascht, ja. Das früheste Video, was ich momentan habe, ist um 12 Uhr. Ah, okay. So, ne, und das so was nur ein gewisser Teil interessiert, ne, und der Rest ist dann eigentlich alles auf den Nachmittag gelegt. Also beispielsweise jetzt zum Aufnahmezeitpunkt ging das heute um 12 Uhr los und hat heute Abend um 8 Uhr gehört. Ja. Entschuldigung. Aber, ja, es gibt sowieso, ich bin halt nicht so der Freund davon, Videos rauszuhauen, wenn sie jeder raushaut. Klar, bei Multiplayer-Projekten ja, weil da macht's Sinn, aber ich glaube, am Nachmittag verteilt, da kommen ja wirklich extrem viele Videos. Und wenn du jetzt jemanden hast, der was 50 Kanäle abonniert hat zum Beispiel, ne, die Abo-Box quillt ja fast über davon. Ja. Das ist richtig. Also, ich hau ja nur nachmittags eigentlich Videos raus. Ja gut, ich kenne es jetzt noch von vereinzelten Leuten von mir, die hängen auch ein bisschen hinterher, sprich die schauen die Videos jetzt schon nach. Immer mal wieder, wenn irgendwas halt in der Richtung ansteht, aber naja, ich lass mal in die Umfrage mit einbauen dann. Ja, gerne. Vielleicht ergibt sich ja was, ne? So, aus dem Aspekt habe ich es halt nicht beobachtet. So, dann noch du einmal und dann wäre das Feld fertig. Das Feld? Mit der Folge. Ich wollte gerade sagen, ja, wir haben auch aber schon wieder komplette Überlänge. Naja, gut, wir waren am Anfang ja auch erstmal noch 5 Minuten, ne? Und haben ja erstmal präsentiert.
Ja. Deswegen, da war ja noch kein Das ziehen wir ab. Okay. Das ziehen wir ab. Da sind wir jetzt bei 20. Ich warte nur noch, bis der Werner da ist. Ja. Ja, wunderbar. Ne? Und damit würde ich sagen, dann einmal das Däumchen da lassen, wenn es euch dementsprechend gefallen hat. Bei den anderen vorbeischauen ist alles in der Videobeschreibung oder gegebenenfalls im Abspann verlinkt. Und ja, dann bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Tschüss.